Ich grüße euch zu meinem heutigen Video. Ich werde öfter mal gefragt, Mensch, jetzt hast du knapp über 200 Abonnenten, andere schaffen in der Zeit schon 700 oder was weiß ich wie viele, warum hast du nur so wenig Abonnenten? Tja, ehrlich gesagt, so genau habe ich mich das noch gar nicht gefragt, weil im Prinzip geht es mir darum, ein bisschen Spaß in der Community zu haben. Aber ich habe mir heute mal einen Spaß gemacht, nicht ernst gemeint, einfach nur einen Spaß gemacht und mir überlegt, was könnte man denn tun, um Abonnentenzahlen zu machen? Wie müsste der Kanal aufgebaut sein, um Abonnentenzahlen zu machen? Und hier meine kleine Hommage auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Warnung an allen, so sollte man es vielleicht nicht machen. Viel Spaß bei meinem Video, wie gesagt, nicht ernst gemeint. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin von Nathol Afol. Wie gesagt, ich werde öfter mal gefragt, warum machst du nicht irgendwas, damit du mehr Abonnenten bekommst oder sonst was? Ja, darum geht es mir ja gar nicht. Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Aber jetzt mache ich mir mal einen richtigen Spaß drauf und sage einfach mal, was mir aufgefallen ist bei YouTube, wie manche agieren, um Abonnentenzahlen zum Beispiel zu bekommen. Um da nach vorne zu kommen, Monetarisierung, Geld verdienen, ich weiß es nicht oder ob es einfach nur just for fun ist, diese Themen mal auszuprobieren. Ich habe mir mal 5 Sachen überlegt, 5, die man machen könnte, um höhere Klickzahlen, Abonnementenzahlen und Ähnliches zu bekommen. An erster Stelle natürlich das übertriebene Thumbnail. Ein Thumbnail, was ungefähr so aussieht, aber dann komischerweise so ein Video beinhaltet. Ja, und dann schauen wir uns das doch mal an. Das ist doch wunderbar gelungen. Also ich habe hier im Prinzip gar nichts dran auszusetzen. Es ist wirklich ein schönes Modell. Ganz, ganz toll. Ja, okay, vielleicht ein wenig viel Aufkleber und das hätte man mit bedruckten Steinen noch schöner lösen können. Aber ansonsten Design toll, Umsetzung toll. Also was will man denn mehr? Es ist doch wunderbar. Ich habe viel Spaß damit. Ich finde es klasse. Als zweites, alles auf seinem Kanal schlecht zu reden, zu motzen, überdurchschnittlich stark zu kritisieren. Schauen wir uns die Scheiße doch mal an. Das fängt von vorne bis hinten an, ist das totaler Mist. Was ist das hier? Eine Minifigur? Eine? Und dann ist auch noch dieselbe dabei? Das ist doch Mist. Also ich verstehe überhaupt nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aufkleber, 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 Aufkleber. Toll. Für ein Set für 80 Euro. Da bist du doch wahnsinnig. Das ist der größte Mist, den die je produziert haben. So eine gequirlte Kacke. Ich kann es überhaupt nicht oft genug laut sagen. Das ist das Schlimmste vom Schlimmen. Und da haben wir eine bedruckte Fliese. Eine bedruckte Fliese. Toll. Und da wollen wir unser Geld für haben. Also ich finde es völlig unverdient. Das Schlechteste vom Schlechten. So, musste mal raus. Nummer 3. Ich weiß auch nicht, was die falsch oder gut oder sonst wie machen, aber Bluebricks haten. Bei Bluebricks macht ihr nur Scheiß, das ist ja alles nur Mist. Also da ist ja furchtbar, ich verstehe das auch nicht. Also ist ja grausam. Okay, wieder zurück zum Set. Ja, das Set ist natürlich schön, aber oh, jetzt muss ich wieder über Bluebricks reden. Das ist ja furchtbar, Bluebricks. Hat zwar hiermit nichts zu tun, aber ich mag es nicht. Oder Nummer 4. Bluebricks lieben. Das ist komischerweise auch genauso. Falsch, richtig? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Also, halten wir doch mal fest. Sowas hier ist nett, aber wenn das Ganze von Bluebricks wäre, wäre es noch viel cooler, weil die haben nämlich viel bessere Ideen. Die lassen die Steine in China herstellen, dann kommt das hier rüber, wird zu einem tollen Set verarbeitet und jeder kann das kostengünstig erwerben. Ist wirklich nicht viel Geld, das die verlangen für eine klasse Qualität. Also insofern schaut da ruhig mal mit rein, das ist eine richtig gute Firma und Klaus und Co. sind wirklich nette Leute und immer dran denken, da ist jetzt auch der Thomas Panke mit dabei und der wird ja wohl keine Werbung für Scheiß machen. Also insofern, Bluebricks macht das richtig stark. Und als fünftes natürlich andere YouTuber schamlos ausnutzen, um selbst nach vorne zu kommen. Zum Beispiel so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Johannes seine World. Heute bauen wir mal zusammen was von Kobi. Ich hole euch jetzt mal näher ran und dann schauen wir mal. Mittelrhein sei mir gegrüßt. Ich bin der Herr der Steine und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe.
Richtig, ein Flugzeug. Wir werden wunderbaren Spaß haben. Es wird großartig. Schaut mal hier. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video der Brick-Geschichten. Ja, heute habe ich euch auch wieder mal tolle Sets mitgebracht und da frage ich mich, wie schauen wir uns die mal an und wie wird das denn so aufgebaut? Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Klemmbausteinprosa. Ich grüße euch und heute gibt es wieder viel zu besprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei folgendem Set. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Ganzen. Es ist nicht ernst gemeint, es soll einfach ein bisschen Gaudi vermitteln, weil ich meine, schlechte Nachrichten gibt es derzeit genug, da kann man auch ein bisschen Spaß machen und etwas nicht ganz ernst meinen. Vor allen Dingen die YouTuber am Ende, ich habe euch wirklich gerne, ich schätze eure Arbeit über die Maßen und will da auf keinen Fall, dass ihr denkt, ich fände euch blöd oder sonst was. Nein, das war als ernst gemeinte Hommage gedacht, ich finde euch wirklich klasse, macht weiter so, ich schaue jedes Video. Insofern, was soll man da noch sagen? Macht euch eine schöne Zeit, baut was Schönes, nehmt die Welt nicht so ernst, es ist alles schlimm genug. Insofern, lacht auch mal. Bis dann, macht's gut. Immer alles schlecht reden. Good news sell bad and bad news sell good. Ups, scheiße geredet, was geht's denn für ein Schwachsinn? Komm hier rüber und das sind Sets. Tolle Sets, einfallsreich. Das hier wäre... Nochmal. Oh Gott, der hasst mich. Der prügelt mich windelweich, wenn er mich mal sieht. Oh, da sieht man ja den Vorhang. Immer noch der Vorhang. Jetzt ist er wund. Oh Gott, die werden mich alle hassen. Hoffentlich nicht. Ich mag euch wirklich gern. Den haben wir noch. Das war eine Hommage. Ich hab euch wirklich echt gerne. Ich bin... Hab ich alles durch? Tja, hab alles durch. Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass ich das jemals senden werde.